denke, du, Marion, bist voll eingestiegen in das Organisieren. Also ich kümmere mich natürlich um die Belange des leiblichen Wohls, möchte ich es mal nennen. Und bisher, glaube ich, waren alle zufrieden. Mit Zufriedenheit, glaube ich, klappt alles umso besser. Und ja, ich denke, wir haben es geschafft, dass sich jeder wohlfühlt, der hier teilnimmt. Das sind ja doch sehr unterschiedliche Künstler, die auch in diesem Jahr wieder hier teilnehmen. Es ist mir wichtig, dass wir uns während des Symposiums nicht so verhalten, als wäre es ein Workshop und nur schaffe, schaffe, schaffe möglichst viele Bilder, sondern dass wir betrachten, sprechen, uns kennenlernen, uns wahrnehmen. Ja, und ich bin vor 2 Jahren ausgestiegen aus der Organisation, habe das meiner Marion übertragen, aber da in diesem Jahr unser Dieter fehlt und es ist eine Lücke entstanden, habe ich gedacht, hier kannst du wieder hin. Ja, bin ich auch sehr froh drum. Ja, und erfüllst es wunderbar. Dieses Jahr habe ich mir hier vorgenommen, diese Kapseln zu verarbeiten. Das sind Kaffeekapseln, Nespresso-Kapseln, die ich halbiere, um sie dann, also die sind ja so hoch, wasche sie aus, klopfe sie platt und halbiere sie, um hier in diese Figuren einzuarbeiten. Wenn das gelingt und das gebrannt ist, stehen diese äußeren, kräftigeren Strukturen wieder hervor. Das ist der gleiche Ton und auch da habe ich in die Haare diese Kapseln eingearbeitet und ja, ich bin sehr gespannt, ob das gelingt und wie das wird. Mich einfach wichtig, dass man das mit dem Ton hier so befestigt, sonst fallen die Kapseln beim Trocknen raus. Für mich ist es so diese Grundform, ja. Dieses Oval. Ja. Und mir gefällt es einfach so, es hat für mich so was Archaisches. Und deswegen kann ich das nur für meine Begriffe schwarz brennen. Und haben alle komischerweise andere Gesichter. Ja. Wir meinen, das hängt mit dem Abstand zwischen Nase und Mund, oder ne? Du kannst sie tiefer setzen, du kannst wulstigere Lippen machen, du kannst sie ganz zart machen. Mein Thema ist immer noch Wasser. Ich habe letztes Jahr Unterwasserbilder gemalt. Dieses Jahr bleibe ich bei den Menschen, die auf dem Wasser oder im Wasser in Bewegung sind. Und also sind auch meine Wasserkinder entstanden. Die habe ich auf einem Foto in einer Geo-Zeitschrift mal gesehen und fand diese Lebensfreude wirklich toll und habe das jetzt übertragen auf andere Bilder. Und bin jetzt hier gerade an diesem Bild, wo ich so einen Brunnen oder Wasserspritzer noch drauf machen will. Mal sehen, ob es was wird. Das wird immer ein bisschen anders, als man das vorher plant. Aber man macht das dann eben weiter und entwickelt sich während des Bildes auch weiter. Im Oktober habe ich im Botanischen Garten in Bayreuth eine große Ausstellung mit dem Thema Wasserwelten. Und dazu passen meine Bilder von letztem Jahr mit Unterwasser und dieses Jahr eben Wasser in Bewegung oder auch das Boot, was auf dem Wasser ist, alles, was damit zu tun hat. Bist du zufrieden mit deiner Arbeit bis jetzt? Ich brauche immer etwas mehr Abstand. Wir kennen uns ja aus den oberfränkischen Malertagen. Ja. Und ich hatte das Gefühl, dir könnte das gefallen. Ja, mir gefällt es sehr gut, ja. Du hast ja schon mehrfach mit Collagen gearbeitet. Genau. Die liegende Frau mit ihren üppigen Formen und das Thema Weiblichkeit habe ich mir diese Woche zur Aufgabe gestellt. Das Bild, das sieht jetzt aus wie Ballett, ist auch Ballett. Also das Ballett ist eigentlich nur das Vehikel dazu,
dass das ewig bekannte Thema und immer wieder in der Presse und im Fernsehen wahrnehmbare Thema Flüchtlinge dargestellt wird, ohne Flüchtlinge zu zeigen. Bildes ist die Trennung zwischen der Welt und Europa und wir verhalten uns so gegenüber Flüchtlingen stolz, erhaben. Es fällt das Mitleid, es fällt die Menschlichkeit. Das soll in dem Bild dargestellt werden. Ich mache hier einfach mal das Objekt fertig, mit dem ich gestern angefangen habe. Das wird ein Leuchtobjekt, in das ich jetzt nur Löcher reinmache. Hier unten wird es natürlich noch vergrößert, damit man eine Kerze oder beziehungsweise ein Teelicht reinstellen kann und gemeinsam mit anderen Künstlern zu arbeiten und eine Woche lang intensiv zu leben, ist Inspiration an sich. Ich mache hier zum Beispiel auch Dinge, die ich so noch nie gemacht habe. Das ist im Moment alles noch in der Vorgrundierungsphase. Also ich lege jetzt erstmal die Farbflächen an und entscheide dann, welche ich stehen lasse oder welche ich wieder übermale. Das ist alles noch ein bisschen im Ungewissen, wie das Bild dann später wird. Ich habe in letzter Zeit mehrere politische Collagen gemacht, weil mich das Thema so sehr ist, man konfrontiert mit Kriegsgeschehen, auch die Not, die die Fliehenden haben, in meinen Collagen zu zeigen. Wasser, da kommt ja noch jetzt gleich der Dunst drüber und dann kommt noch einer drüber. Und ja, die freuen sich, wenn sie um. Bei der Hitze wie gestern wäre es auch ganz angenehm gewesen. Aber sie bleiben durch das schwarze anonym. Man sieht auch Männlein, Weiblein oder Kind, aber irgendwo bleibt die ganze Gruppe anonym. Ja, sind sie ja auch. Sie sind höchstens zu zweit mal. Ja, dann haben wir teilweise miteinander was zu tun und ansonsten gehen sie sich nichts an. Das ist ja auch so ein Platz, wo sich jeder trifft oder auch nicht trifft. Weißt du, wie das Bild heißt? Bauer sucht Frau. Ich ziehe jetzt diese fertige Arbeit auf diese Platte auf. Am Schluss kommen dann diese drei Arbeiten in einen großen Rahmen. Also ist Malerei was Neues? Das ist was ich, also eine Tradition, die also zurückgeht bis auf den Hans Hofmann, das ist ein Deutscher, der in Amerika dann eine Malschule hat. Und gewisse Richtlinien gegeben hat für die amerikanischen abstrakten Expressionisten, Holler und die ganzen Rothko zum Beispiel. Ne? Ja. Und dass man ausgesprochen hat, die Farbe als Orientierungspunkt. Und das ist in das ist so übereinander zu erklären, das ist im Leben ganz anders. Wir reagieren mit den Farben. Die Farben sind praktisch unser Luxus im Leben. So Farbe ist entweder das Außen, also das ist beide. Ich bin zum ersten Mal da. Ich bin auch froh, dass ich dabei bin, dass ich dabei sein darf. Die Stimmung hier ist wunderbar untereinander. Also das, was ich heute mache, ich probiere ganz was Neues. Also sonst male ich ganz anders. Ich male heute mit einem Spachtel und versuche also auch diese Frau, die sich gerade duscht, also eine gewisse Stimmung zu geben. Das Zeichen Kohle
Das hilft mir natürlich auch, um die Form zu geben. Und das Schöne an Acrylfarbe ist, dass man immer wieder was zudecken kann, wenn es nicht geklappt hat. Also das ist nicht sehr einfach, aber das lohnt sich, das zu probieren. Ich habe sonst immer mit Acryl gearbeitet, teils mit Collagen, teils mit Farbe. Und heuer habe ich mir Papierarbeiten vorgenommen. Und zwar möchte ich Collagen ausschließlich in einem kleineren Format auch. Und die Ergebnisse kann man hier sehen. Das sind dann zum Beispiel so Tänzerinnen hier entstanden. Man kann es dann auch, wie gesagt, mit mehreren Farben übermalen, mir wegen mit Schwarz die Zeichnung gestalten und dann mit weißer Tusche oder mit grüner Tusche zum Beispiel überzeichnen. Jetzt habe ich geschüttet gestern rote Farbe auf schwarzen Grund. Und die Farbkombination habe ich mir auch schon überlegt. Da kommt jetzt noch ein Altweiß dazu. So, also kein reines. Kein reines Weiß. Das ist halt so hart. Schon wenn es im Bild drin ist, ist es besser. Also so eingearbeitet. Ja, es ist praktisch der Mann mit dem Schild und die Tänzerin hier. Das ist das Haus. Da findet das dann statt, diese ganze Veranstaltung. Aha. Also das ist neue. Ich habe hier mich das erste Mal mit einem Menschen, mit einem Halbakt versucht, weil die anderen mich damit angesteckt haben. Und ich wollte eine schöne Frau malen, eine junge Frau, vermutlich, weil ich die alten Zeiten zurück und die Jugend zurücksehne. Die Lindy hat so viel Schwarz mir gegenübergestellt, dass ich wirklich aufpassen musste, nicht auch so zu werden. Aber versuchen wollte ich es doch mal. An sich liebe ich die Farbe, einfach die Farbe. Und meine Lieblingsfarbe ist eigentlich und immer wieder die Farbe Rot. Da komme ich immer wieder drauf zurück. Die gibt mir Kraft, die macht mich stark. Und ich habe auch diesmal wieder so eine kleine Blume gemalt. Und zwar bei der Frau Menz, weil die erklärt immer so wunderbar, wie man die ganzen Malhilfsmittel verwenden kann. Da sind Pigmente drin, da ist Malgel, das sind Quarzsteinchen verschiedener Körnung. Und für mich ist das ein Bild von Bodenschätzen. Die Suche nach Balance ist noch immer mein Thema. Eine kleine Collage, die sehr anspruchsvoll ist. Es geht ums zu viel, es geht ums zu wenig. Unendlich viele Möglichkeiten auf jeder kleinen Fläche. Für mich ist es wichtig, der Kampf der Farbe mit der Form, die Linie, jedes Element seinem Recht zu verhelfen, zu seinem Recht zu verhelfen. Die Freude, man sieht es ja, die Freude an der Form, die ist ganz ursprünglich in mir zu Hause. Ich bin zum ersten Mal
Mal dabei, freue mich riesig, konnte mir gar nicht so recht vorstellen, wie das läuft und bin äußerst positiv angetan. Das finde ich wunderschön und ich hoffe, dass ich es erlebe, nochmal dabei sein zu dürfen. Marmormehl und das wird so schön fein, wenn ich das mit dem Sieb so drauf stäube. Wieder was gelernt. Das ja. Ist hochinteressant. Und hier an der Ecke, da habe ich ein bisschen Pulverkaffee aufgestreut. Und den trinke ich am liebsten. Es wird dann braun. Ja. Die ist einfach auch mutig und sie hat das Gefühl, dass sie nie Angst hat, es könnte was kaputt sein. Das macht ihr nichts aus, dann fängt ja, sie dann noch macht mal sie wieder an. Zu. Und sie macht weiter. Und das finde ich so toll. Das ist also gut bei Krön. Ja, ja. Kann man wieder zumachen. Aber ich finde es so interessant, wie unterschiedlich wir ran denken schon allein. Ja, ne? Ja. Das ist ja komisch. Ach ja. Weil sie solche Dinge macht. Tragt es auf, dann scheint es so ein bisschen durch. Wenn ich zu viel erwischt habe, dann kann ich es wieder mit der Heißklebepistole weich machen. Das ist das ganze Hexenwerk. Künstler eröffnen. Ich freue mich riesig, was wir hier für einen Zulauf im ehrenwerten Badhaus haben. Ich darf den Hausherrn ganz herzlich begrüßen in unserer Runde, den Herrn Oberbürgermeister Schramm. Ich freue mich, Herr Oberbürgermeister, dass Sie heute Zeit haben bei Ihrem Terminskalender, dass Sie unter uns sein können. Das ist für uns eine große Ehre. Vielen Dank. Ich darf begrüßen den Herrn Greim vom Kunstverein Kulmbach. Herzlichen Dank dafür, dass Sie heute hier erschienen sind. Ich darf begrüßen den Herrn Krake von Focus Europa, der uns heute hier auch die Ehre gibt. Ich möchte gerne die Frau Flauder begrüßen. Vielen Dank, Frau Flauder, dass Sie heute zu uns gefunden haben, trotz Ihres umfangreichen Terminskalenders. Vielen Dank. Liebe Angelika Kandler-Segi, liebe Marion Kotüber, liebe Helga Hopfer, stellvertretend für alle Künstlerinnen und Künstler, hat ja Glück, dass ich heute genau rechtzeitig gekommen bin. Hatte fast das Gefühl, dass sie ohne mich angefangen hätten. Dass eine neue Vorsitzende da ist, herrscht aber ein anderer Geist an. Ich freue mich auf jeden Fall, dass Sie hierher alle ins Badhaus gekommen sind. Es sind ja bei diesem Kunstsymposium
verschiedenste Arbeiten entstanden. Das habe ich dir vor vielen Jahren zugesagt und ich habe versucht, auch mein Versprechen einzuhalten. Wir wollen euch einen Platz geben, an dem ihr schaffen, an dem ihr arbeiten, an dem ihr auch euch freuen und Spaß haben könnt. Und das ist, glaube ich, in der großen Hofstube unserer Blassenburg auch gegeben. Wichtig ist, dass es gut weitergeht. Es gibt Bilder, die sieht man einfach gern. Man freut sich, wenn man sie sieht. Und manches muss man auch unbedingt haben. Manchmal geht es mir so. Herzlich willkommen Ihnen nochmal allen. Ich freue mich wirklich, dass dieses Künstlersymposium wieder durchgeführt wurde. Und danke sehr herzlich. Der Dank ist die größte Kraft des Lebens. Was innerhalb eines Künstlersymposiums geschieht oder nicht geschieht, sich gestaltet, sich formt, zur Sprache wird, zu Bild, zur Skulptur, ist vor dem Beginn eines Symposiums nicht zu erahnen. Inspiriert durch Wort und Bild, manchmal sorgsam, manchmal wild. Ob auf Leinwand oder Block, wird gemalt von Ursula Bock. Margot Brünig konzentriert ihre Bilder konzipiert. Feine Linien, Flächen, Falten lassen sich von ihr gestalten. Lindy überrascht uns alle, weil sie hier in diesem Falle auf den Farbenrausch verzichtet, alles in Schwarz-Weiß verdichtet. Ihre Figuren sind nicht für die Wände. Frauengestalten, archaische Brände, stolze Köpfe in mattem Glanz. Alles Keramik, Anita M. Franz. Malen, verwerfen und wieder gestalten, lässt sie den Zufall Fläche verwalten. Band mit dem Pinsel die Wasserflut, das Chaos besiegt und das Bild ist gut. Auf der Leinwand blau, nur blau, sind die Waffen dieser Frau. Martina Karsch. Türen, Schlösser, Gärten, Ferne, Tänze um Europas Sterne, Ziel und Sehnsucht. Ganz allein tanzt Europa von Klaus Klein. Ferne Länder, fremde Zeichen, manchmal ist das Herz so voll. Erst studiert sie, dann probiert sie und hier ist sie, Heike Knoll. Farben selber hergestellt, malt sie ihre eigene Welt. Marion Cotypa erfindet, wie sich Rost mit Landschaft bindet. Leise kommt sie, leise geht sie, manchmal sitzt sie, manchmal steht sie. Formt, gestaltet, klebt und bindet, was sie für Collagen findet. Ohne Worte macht sie sehen, eindrucksvolles Zeitgeschehen. Rose Meerwein. Ja. Farbenschicht auf Farbenschicht legt die Künstlerin bedächtig. Manchmal ist die Fläche klein, manchmal groß und mächtig. Johanna Pohl. Sie zerschneidet Druckpapier, das ein anderer gar nicht findet. Leert es, klebt es und verbindet, bis ein Bild sich daraus findet. Annelies Rapp. Tief versunken vor den Flächen, um sie farbig zu gestalten und die Formen zu verwalten, sitzt ein Mensch und malt bedächtig. Dieter Reusch. Schalen und Schlangen, Kugel und Becher, Katja Schafarik kommt sie sich. Formt sie sich eigen, brennt sie, benennt sie und kann sie heute zeigen. An uns musste sie sich erst langsam gewöhnen. Obwohl sie ja aus Frankreich stammt, lebt sie jetzt im Frankenland. Bitte sehr, Annick Servant. Mit Collagen gut vertraut, die sie malerisch verfremdet, Gudrun ihre Bilder baut und mit feinem Gefühl beendet. Gudrun Treiber. Auch von mir sei euch bekannt, hängen Bilder an der Wand. Die Organisatorinnen bitten, zu mir zu kommen.
denn Ihnen gebührt ein riesengroßer Dank. Und jetzt bleibt mir noch der bekannte Satz einer Vernissage. Liebe Anwesende, ich darf die Ausstellung hiermit eröffnen und wünsche Ihnen viel Freude. Danke.